Liebe Freunde der Vernetzung, heute mal etwas völlig anderes und zwar ein Quick and Dirty Vlog, würde ich das mal nennen, mit dem iPhone gefilmt. Zuerst mal an alle Abonnenten entschuldigt, es ist ein bisschen ruhiger geworden auf dem Kanal in der letzten Zeit, ich hatte viel Stress, Prüfungen und so weiter. Jetzt fahre ich erstmal noch 7 Tage nach Norddeutschland, bis nach Dänemark hoch mit dem Fahrrad. Ich sitze auch gerade schon mit allen Sachen bereit, werde ich dann auch noch vloggen gleich, was man da so mitnimmt auf eine minimale Fahrradtour in den Sommerferien. Heute aber das Thema Vernetzung. Was war denn heute los auf Facebook? Ich weiß nicht, irgendwie fing das mal an, gestern aber schon, habe ich gar nicht mitbekommen, erst heute Morgen. Rai T heißt der Herr, ein sehr aktiver, umtriebiger, berüchtigter junger Herr auf Facebook aus Frankfurt. Habe schon an verschiedenen Stellen mit ihm zu tun gehabt, über Facebook sozusagen. Und er ist irgendwie sehr aktiv dort. Eine große Freundesliste und auch Streetwork macht er, glaube ich, sehr intensiv. Auf jeden Fall hat er aufgerufen, da sollen sich die Leute auch mal ein bisschen zusammenschließen. Und das war dann ein riesiger Sturm. Also irgendwie, jetzt sind plötzlich alle Veganer und Vegan-Interessierten da vernetzt auf Facebook. Finde ich aber auch wichtig, das zu tun, weil vielleicht, ja, wenn man da überwiegend omnivore Freunde in der Liste hat und vielleicht gar keine Veganer, ja, kann man ein bisschen Verständnis vielleicht mal brauchen, wenn man ein Menü postet und nur die immer ewig gleichen dummen Sprüche kommen. Dem einen oder anderen hilft das vielleicht. Und es ist auch ganz lustig zu sehen, was die anderen machen und natürlich die Vernetzung als Selbstzweck. Man ist einfach ein bisschen in Kontakt mit den Leuten und sieht auch, dass man nicht der Einzige ist, der so auf dem Spinnerpfad wandelt. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, müsst ihr am besten mal nach Raite, also R-A-I-T-E suchen. Er hat das gepostet auf seiner Chronik, vielleicht ihn annehmen und dann seht ihr das. In der Gruppe Veganes Zeitalter wurde es dann auch mehrfach wiederholt von verschiedenen Leuten. Ja, und so, also es hagelt dann aber, wenn ihr euch in der Gruppe, also in dem Kommentar, da mal positiv zu dem Vorhaben äußert, wird es dann nachher ziemlich viele Anfragen hageln. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle möchtet und dann irgendwie 90% der Postings nur noch von veganen Topic ist. Vielleicht möchtet ihr das auch gar nicht. Vielleicht dann auch eine spezielle Gruppe bei Facebook machen, dass ihr die Freunde, die ihr wirklich kennt, auch dann, wenn es sein muss, dann wieder trennen könnt, einfach. Sei es, man kann dann so umschalten, man möchte nur vielleicht Vegan-Topic ansehen, dann die veganen Freunde aus dem Internet vielleicht reintun und die Freunde, die man aus dem Real Life kennt, dann in deiner anderen Gruppe. Weil sonst vielleicht wird das irgendwann zu viel und dann muss man dann alles wieder von Hand aussortieren. Das könnte mühsam werden. Oder wer das nicht möchte, ich lasse es einfach gemischt, da ich mit diesem Profil sowieso nur offiziell unterwegs bin sozusagen. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es klappt dann mit diesem Vlog und iPhone. Es ist euch nicht zu trashig, hoffe ich. Aber dafür kann ich unterwegs auch mal schnell und kurz was machen. Und dann seht ihr auch ein bisschen mehr Content. Muss ja nicht immer alles so perfekt und sauber geschnitten sein. Ich kenne das von anderen Channels. Ich schaue auch die Handykamera-Beiträge manchmal ganz gerne. Ja, hat mich gefreut. Ich bin zuerst mal weg. 10 Tage geht es ungefähr wieder weiter. Ich habe schon ganz viele geschnittene Videos, Produktetests und so weiter. Aber die Zeit hat ein bisschen gefehlt. Im Sommer ist sowieso ruhig. Wahrscheinlich seid ihr auch in den Ferien. Genießt eure Zeit. Und bis demnächst Mitte August mit den normalen Videos und unterdessen ein bisschen hier und da aus den Fahrradferien. Tschüss!